Justiz, guten Tag. Guten Morgen. Ich hatte vor einigen Stunden einen Dialog mit einem Staatsrechtler AD. Und der meinte, ich liege sehr gut, sehr richtig, wenn ich mir Gedanken mache, wie kann man Fehlurteile minimieren? Denn es leidet nicht nur ein Mensch darunter, manchmal Familien, Großfamilien, die ganze Verwandtschaft. Und wenn man das Gefühl haben muss, dass man nicht danach aufklären darf und recherchieren darf, und wenn ein Urteil unantastbar bleibt, dann wird es für die Zukunft, wenn man das Credo verfolgen darf, in Anführungszeichen oder auch nicht, Justiz ist für die Menschen da, sollte A, das nicht nur plakativ gemeint sein, sondern auch in der Tat umgesetzt sein. Ich, wie auch manch anderer, sagt nichts, wenn ein Urteil entsprechend empfindlich getroffen wird, wenn es um tatsächlichen Mord oder Ähnlichem geht. Jedoch, wenn unbeschuldene Bürger ihr Recht nicht bekommen, ob das Verwaltungsopfer sind, Hausverwaltungsopfer sind, die nervlich zusammenbrechen, oder ob das Studentinnen sind, die Mieter sind, die in eine Schimmelwohnung geraten und keine Chance haben und sagen, was ist denn das für ein Bayern zum Beispiel? Oder, es gibt so zahlreiche Geschichten, die mir ans Ohr gelegt werden, wo man sich fragt, wo sind denn die einzelnen Richter zu Hause, dass sie sich nicht diese Zeit nehmen? Untergang der Gerechtigkeit? Ich hoffe doch nicht, dass Herr Jens Gnieser, kein geringerer als der amtierende Präsident des Deutschen Richterbundes, der schon angemängelt hat, auch anlässlich des 22. Deutschen Staatsanwalt- und Richtertages, was zu verändern sei. Wenn die Behauptung auf jedes Gericht zutrifft, die getroffen wurde, dass zu wenig Gelder vorhanden sind, um bestimmte Richterplätze zu ergänzen, zu erweitern, damit der einzelne Fall mehr Augenmerk geschenkt bekommen kann, ob Recht oder Unrecht. Das ist wichtig für die Zukunft, denn das Gericht soll in Deutschland, wie auch in jedem anderen Land, die oberste Priorität haben, Recht zu bekommen. Und dazu kann ich nicht hoppla hopp, das ist Umgangssprache, im Vorbeigehen, weil der Tisch des Staatsanwaltes oder des Gerichtes so voll ist, schnell aburteilen und keine Geduld haben. Mancher Fall ist eben mal anders, weil kein Fall gleich ist. Und wenn mir Menschen das nahelegen, du kennst den und den und den und den in Karlsruhe, am EuGH, in Straßburg, wo noch, in Hamburg, in Leipzig, in Jena, in Weimar, alle werde ich jetzt nicht aufzählen, das reicht. Bamberg natürlich noch. Du kennst doch die alle. Ja, wir setzen die ganze Kraft in dich, dass du das Mögliche schaffen kannst vom Unmöglichen. Ja, bitteschön. Es dreht sich unter anderem nicht nur für die Freilassung zu kämpfen, Herrn Nguyen Van Dai, Mrs. Letuha, das sind zwei Menschenrechtler. Herr Van Dai ist Menschenrechtsanwalt, inhaftiert in Hanoi. Zum Beispiel, in Deutschland gibt es die Herausforderung, indikativ, vorbildlich, gerade in Nürnberg, in der Menschenrechtspreisträger-Straßenstadt, vielleicht einen Präzedenzfall ins Leben zu rufen,
so wie es den Führerschein auf Probe gibt, dass es auch einen Pass auf Probe gibt unter bestimmten Voraussetzungen. Jetzt geht das Licht aus. Das soll aber nicht den Aufsager schmälern. Hören Sie in Kürze weiteres. Es soll die Möglichkeit bestehen, dass jemand, wenn das Opfer sagt, ich möchte mithelfen, das ist eine Lehrerin, dass derjenige, welcher, der sich jetzt über Jahre gezeigt hat, bewiesen hat, dass er integrativ willig ist, Fehler eingesehen hat, trotzdem eine Therapie annimmt, was man ihm vorschlägt, dass er den Pass bekommt, den deutschen Pass in diesem Fall, dass er nicht diese Nachteile hat, weil eine Lehrerin Unmengen, ich habe glaube ich 30 oder 40, sagen wir mal lieber 30, 35 Bewerbungen habe ich gesehen. Und die werden abgelehnt, weil er nicht den deutschen Pass hat. Diese Zeitfenster sind gestohlen, sind entwendet, auch der Lehrerin, die ein Unternehmen leitet. So, und jetzt sollte man halt mal drüber nachdenken, was kann man denn da alles tun? Sie sagt, Integration muss oberste Priorität sein, wenn wir humaner leben sollen. Weiteres in Kürze, galacom.tv. Sichere Werte, sichere Entscheidungen vor allem vor Gericht, obwohl es immer heißt, auf hoher See und vor Gericht ist man in Gottes Hand. Manchmal auch woanders. Wenn Sie wissen wollen, wo, eine E-Mail gala@galacom.tv reicht, um es zu erfahren. Bis bald. More Human Rights Worldwide. Galacom.tv. Filmbike Live.